Hallo Leute, ich möchte heute mal ein ganz anderes Video mal wieder machen. Einfach die Realität wiederholen. Ihr habt ja, also einige haben ja mitbekommen, dass ich am Donnerstag meine fünfte Chemo hatte und mir ging es mordsmäßig gut. Und ich hatte tolle Päckchen bekommen und freute mich eigentlich, die auszutesten und zu machen und tun. Aber die fünfte Chemo hat mir natürlich am Samstag, Spätnachmittagabend, voll der Dinge gebrochen. Also für alle, die so betroffen sind oder Familienmitglieder haben, ich möchte keine Angst machen, aber mir hat es auch geholfen, als ich die Diagnose Krebs bekommen habe, dass ich einige Videos sehen konnte. Und ich wollte einfach nur berichten von diesem, ja, von dieser fünften Chemo. Also, ich sehe mächtig, ja, wenn mir jetzt ein Kompliment macht, ich sehe toll aus, das ist gelogen. Ich wollte euch mal zeigen, weil mittlerweile haben sich mega viele Wimpern und alles verabschiedet. Ich zoome euch mal ran. Kann man gut sehen. Da fehlen einige meiner Augenbrauen, die immer monstermäßig dick und viel waren, sind auch schon weg. Ich hatte ja nur eine längere Pause. Hier kann man das ganz toll erkennen. Und deswegen fühlt man sich natürlich als Frau ein bisschen schlechter, wenn das jetzt ohne alles rausfällt. Ist es für mich nicht so einfach. Ja, aber mehr zu der fünften Chemo. Ich spritze mich ja jeden Tag und das schon seit mehreren Wochen hier mit morgens und abends. Was ich auch nicht so unbedingt cool finde. Das sind so eine Spritzen hier. Bin ich nie unbedingt scharf drauf. Ich glaube, so sieht er die besser. Morgens und abends. Und morgens muss ich so eine Tablette hier nehmen. Eine Mike auch schon die ganze Zeit. Oh. Und da es mir mordsmäßig schlecht geht, und zwar in diesem Sinne, dass ich Samstag spätnachmittag unheimlich Nierenschmerzen und Knochenschmerzen bekommen habe, nehme ich zurzeit, weil ich aber irgendwo, deswegen will ich, habe ich versucht vorhin schon andauernd in der Klinik anzurufen, wie oft ich das nehmen darf, weil alle vier Stunden und die ganze Nacht du hast nur Schmerzen, nehme ich hier das Pulver, das kennen viele, die auch mit Ischias zu tun haben, aber ich glaube, ich brauche eine größere Dröhnung, weil das ist nicht schlecht, aber man hat ganz dieselbe graue Zunge und irgendwie hilft das nicht. Ich habe nur noch mega Schmerzen und ich hoffe, dass es bald vorbei ist. Liebling hat gesagt, ruf da an, heute braucht keiner mehr Schmerzen haben. Mir geht es aber um was anderes, weil ich andauernd, also ich kriege ja so viel reingepumpt und dennoch das alles nebenbei. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, also weiß ich nicht. Ich will, wie gesagt, keine Angst machen. Aber das ist jetzt so mir passiert und ich laufe wirklich seit mehreren Tagen nur noch ins Schlafzeug rum und liege. Hab jetzt Alex ihr Video hochgeladen endlich und wollte das kurze Ding hier auch noch abdrehen. Weil ich denke, man wird einigen interessieren, wie man sich so fühlt. Das muss nicht bei jedem so sein. Aber ich wollte einfach mal loswerden. Ach, noch einen kleinen Tipp dazu, gerade die mit Chemo betroffen sind. Ich habe ja, Moment, ich habe ja im eben Video erzählt und oder besser mehreren Videos berichtet und da wurde auch einiges nachgefragt, auch wegen dieser Chemo. Jetzt habe ich ja schon öfters dieses Kokosöl gezeigt. Ich muss sagen, nach meiner mega trockenen Haut hat mir der Dolly geholfen, aber nur beim Abschminken. Jetzt habe ich mir ja wirklich Sonntag nicht mehr geschminkt und heute habe ich auch keinen Bock und ich freue mich eigentlich schon wieder aufs Sofa. Aber ich gebe noch einen Tipp weiter. Wenn man mit Chemo zu tun hat, hat man ganz oft auch trockene Nasenlöcher. Und da empfehle ich einfach nur, und das fand ich echt toll bis jetzt, ein Wattestäbchen zu nehmen, ein bisschen von diesem Kokosöl in der Nase verteilen, damit die nicht so trocken ist, weil das tut mega weh. Vor allen Dingen, man hat ja keine Haare mehr. Also die hat man ja auch schon mittlerweile verloren und dadurch, die Schleimhäute sind trocken. Ja, das war mein kleiner Tipp. Oh, ich kann nicht mehr. Also bitte schreibt mir nicht, ich schaffe es ja, ich weiß, ich versuche alles möglich, ich schaffe es.
Aber es würde mich freuen, wenn ihr irgendwie Kontakt zu Chemokranken habt und vielleicht davon berichtet. Und ich weiß ja auch, dass es geht wieder ein Berg auf. Ich hoffe, die sechste knallt mich nicht voll um. Aber ich denke ja positiv. Und hättet ihr euch mal gewünscht, einen Rollstuhl? Also ehrlich, Liebling hat mich gefragt, was wünschst du dir zu Ostern? Wir wollen uns nicht schenken oder so. Und er hat gesagt, doch, ich hab einen Wunsch. Ich wünsche mir einen Rollstuhl, den krieg auch. Ja, von einer Freundin. Und da freue ich mich, damit ich endlich raus kann und mit Helga an der Leine. Und ja, ist natürlich voll scheiße, wenn du geiles Wetter hast und kannst nicht raus. Na gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, das hat einigen was gebracht. Ihr könnt mir wieder privat schreiben. Da freue ich mich so und so total drüber, wenn ihr betroffen seid oder ein Familienmitglied habt. Das wird alles wieder gut. Ich habe da Hoffnung. Obwohl ich mich momentan so scheiße fühle. Ja, in diesem Sinne, denkt dran. Es gibt viel Schlimmeres, als mir zuzuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.